Hier haben wir eine sogenannte Leiterschaukel. Wenn wir diese Leiterschaukel in ein Magnetfeld setzen und dann den Strom einschalten, so stellen wir fest, dass diese Schaukel bewegt wird. Ich schalte den Strom wieder aus, drehe den Magneten einmal rum. Jetzt schalte ich den Strom wieder ein. Wir stellen fest, dass dieses Mal die Leiterschaukel in den anderen Richtungssinn bewegt wurde. Also, wenn eine elektrische Ladung, die sich bewegt, sich in einem Magnetfeld befindet, dann wirkt auf diese elektrische Ladung eine Kraft. Diese Kraft nennt man die Lorentzkraft. Diese elektrische Ladung Q bewegt sich mit der Geschwindigkeit V auf dieser geradlinigen Laufbahn. Das ist der Vektor Q mal V. Setzt man diese Ladung in ein Magnetfeld B, so wird sie durch eine Kraft abgelenkt. Diese Kraft nennt man die Lorentzkraft zu Ehren des niederländischen Physikers Hendrik Lorentz. Und diese Kraft ist definiert als Vektorprodukt von QV und B. Für diejenigen, die dieses Vektorprodukt nicht kennen, ist nicht schlimm, ich werde es hier im Detail erklären. Die Richtung dieser Lorentzkraft FL ist angegeben durch Vektor FL ist orthogonal zu Q mal V, also haben wir hier einen rechten Winkel. Der Vektor FL ist gleichzeitig orthogonal zu B, also haben wir auch hier einen rechten Winkel. Somit ist die Richtung der Lorentzkraft angegeben. Jetzt der Richtungssinn. Um den zu bestimmen, gibt es zwei Mittel. Entweder wir wenden die Regel der rechten Hand an, die besagt, der Daumen der rechten Hand zeigt im Richtungssinn vom Vektor Q mal V. Der Zeigefinger zeigt im Richtungssinn vom Magnetfeld und dann zeigt der Mittelfinger automatisch im Richtungssinn der Lorentzkraft. Das zweite Mittel ist der Korkenzieher. Wir setzen das Gewinde vom Korkenzieher je nach der Richtung der Lorentzkraft an, also im rechten Winkel zu QV und auch im rechten Winkel zu B. Dann dreht man den Korkenzieher von QV nach B, von QV nach B, das ist dieser Drehsinn, und somit bewegt der Korkenzieher sich in diesen Richtungssinn und der gibt den Richtungssinn der Lorentzkraft an. Bleibt nur noch die Stärke der Lorentzkraft zu bestimmen. Diese Stärke wird berechnet durch die Norm des Vektors QV, also Betrag der Ladung Q mal V, mal die Stärke des Magnetfelds, groß B, mal Sinus des Winkels Alpha, den die Vektoren QV und B bilden, also mal Sinus von diesem Winkel Alpha.